Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Ausgabe von World of Pet Battle. Und heute machen wir Kalimdor komplett. Ich muss hier mal kurz was schreiben. Gut. Okay, und zwar wollte ich erstmal, als allererstes, bevor wir jetzt anfangen, mal hier kurz hochfliegen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo das war, aber hier gab es irgendwo dieses Dimitrium-Nest oben in den Bergen drin. Und das suche ich jetzt gerade. Weil da gibt es noch, da hat mich der gute Hisa-Oshio-san nochmal darauf aufmerksam gemacht, dass es da einen kleinen Dimitrion, ein Dimitrion-Junges, boah, ich war's nämlich heute hier wieder, zu fangen gibt. Und vielleicht haben wir Glück. Und wir finden es sogar. Ja, wenn ihr mal was Lustiges lesen wollt, dann lest den Chat. Ja. Und zwar, wie gesagt, ich suche jetzt dieses Nest und mal schauen. Was haben wir denn hier? Seidenmotte. Aber wo war das jetzt nochmal? War das jetzt weiter unten? Oh Gott. Ist ja auch schon ein bisschen her, dass ich hier überhaupt mal was gemacht habe. Ja. Langschwanzmaulwurf. Das haben wir alles schon. Und danach wollte ich dann auch direkt rüber nach Silicius. was ich vergessen habe, dass mit den Sandstürmen, das hätten wir besser nutzen müssen. Im letzten Part in Tanaris. Weil ich war schon auf dem richtigen Weg, was ich gesucht habe, nämlich das Silitiden-Junges. Dass es nur bei diesen Silizienbauten gibt, an der Oberfläche, aber ich habe das irgendwie ein bisschen verpeilt gehabt, welches Tier das nun genau war, wegen des Sandsturms. Also die kommen nur raus, wenn ein Tanaris-Sandsturm herrscht. Ja, da wurde ich auch schon ermahnt, ja, das hätte ich alles ein bisschen besser hinkriegen können, aber naja, gut. Jetzt muss ich nur dieses blöde Nest finden. Wo war das denn nochmal? Mann. Die wuchernde Narbe. Nee, hier war es auch nicht. Es war irgendwo hier so am Rand. Die Dimitrion, das sind so eine Flugdinosaurier, sag ich mal. Die suche ich jetzt gerade. Und davon gibt es eben halt auch ein Junges, was fangbar ist. Und das gibt es eben halt nur bei diesen Dimitrions. Ich hier mal überhaupt was finden würde. Ist ja alles hier total tot. Ist auch nicht mehr so viel los seit Kataklyssen. Außer der Teufelssaurier, der steht immer noch da. Mensch, wo war das denn? Jetzt bin ich hier schon fast einmal rum. Aber egal. Wir haben ja sowieso, glaube ich, nur noch Silicius vor uns. Ich gucke dann nochmal auf die Karte und dann haben wir es ja eigentlich schon soweit mit Kalimdor. Und da muss ich mir generell überlegen, was ich dann in der nächsten Folge mache. Mal schauen. Ich glaube, wir werden dann anfangen, erstmal Kalimdor und östliche Königreiche insofern komplett zu machen, dass wir die ganzen Tiermeister da bezwingen. Schauen wir mal. Aber ich denke, genauso werden wir es erstmal auch machen. So, das war quasi Kalimdor und östliche Königreiche an sich erstmal soweit abschließen können, bis auf die Sondertiere, die wir uns dann nochmal anderweitig holen werden. Aber das machen wir schon. Käfer, Baumpython, immer dasselbe hier. Ich glaube, das war doch im Norden. Ich hätte einfach nur zur anderen Seite fliegen müssen. Ach Mensch. Hat mal 5 Minuten fast verplempert, nur mit hier rumfliegen. Einmal im Kreis. Aber naja. Wenn dann keins kommt, na dann bin ich ein bisschen sauer, ne? Und enttäuscht. Aber lass uns überraschen. Nee, da wollen wir nicht hin. Wo wart ihr denn, ihr blöden Dimitrion? Ich weiß, dass es dieses Nest gab, aber ich weiß nicht mehr, wo es war. Was natürlich ein bisschen unpraktisch ist. So, jetzt sind wir erstmal bei Marshall Zuflucht.
Hier ist es quasi das Questgebiet. So, hier oben ist diese Terrasse, von der man in Nordend später eigentlich hierher geschickt wird. Ist natürlich jetzt auch alles super bequem zu erreichen. Via Flugmount. Ach, ich glaube, hier ist es. Ich sehe gar keine Dimitri an. Hey, wollt ihr mich verarschen hier? Hallo? Können nicht nur leere Flecke überall sein? Nö, also ich glaube, ich finde es jetzt gerade nicht. Entweder hat hier irgendjemand gerade alles gekillt oder ich weiß nicht. Auf jeden Fall werde ich hier gerade nicht wirklich fündig. Jetzt will ich mal ganz kurz auf die Karte gucken. Krater von Uru. Nee, Quatsch. Wir wollen Kalimdor. Und zwar, Tedrassil haben wir, Blutmittelsinsel, Azurmythos haben wir, Dunkelküste haben wir, Nacht. Quatsch. Mondlichtung haben wir, Winterquell haben wir. Die Düstermarschen haben wir, Hyal haben wir. Nee, haben wir nicht. Ashara, Eschental, Steinkrallengebirge, nördliches Brachland, Durota haben wir. Desolace haben wir, Mulgor haben wir. Südliches Brachland haben wir, Düstermarschen haben wir, Feralas haben wir, 1000 Nadeln wollen wir nochmal speziell hin. Silicius, kommen wir jetzt noch? Ankirai, ja, da müssen wir mal schauen. Uldum kommen wir erst später, Tanaris haben wir und Krater von Unguru haben wir auch. Wunderbar. Na dann würde ich jetzt sagen, ab nach Silicius. Und da gucken wir mal, was wir da alles heute noch erreichen können. Karte wieder klein machen. Autopilot an und ab geht das. Nein, nicht Autopilot an. Aber ich gucke ab und zu mal trotzdem. Was es noch so für Tierchen hier gibt. Ich möchte. Es ärgert mich jetzt eigentlich, dass ich das Nest nicht gefunden habe. Sondern eigentlich nur sinnlos hier rumgeflogen bin. Aber naja, gut. Man kann nicht alles haben. Wie ist mein Schreibtisch voll? Nee, nicht. Irgendwie fliege ich hier total bekloppt durch die Gegend. Dum, 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 dum. Fliegen wir mal hier rüber. So, Silicius. Schauen wir mal, ob wir hier noch irgendwas finden. Skorpid haben wir. Also mittlerweile kenne ich schon einige, also kenne ich schon wirklich eine ganze Menge Tiere und weiß genau, dass wir die haben oder nicht haben. Aber ich denke mal, es kommt von selbst. Was haben wir hier? Wieder ein Skorbit. Bäh. So, hier muss es aber jetzt noch irgendwas Besonderes geben. Gibt es bestimmt auch, nur ich werde wieder das Glück haben, dass ich das beim ersten Flug komplett übersehe und dann später alles holen darf. Naja. Schauen wir mal, auf jeden Fall gibt es hier eine Ausgrabungsstätte. Bäh. Aber die will keiner. So, was haben wir denn hier? Käfer. 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 Stachelechse. Wüstenspinne haben wir schon. Seitenwinder, Klapperschlange. Was? Aha. Hallo. Wollen wir haben. Scheiße, bin ich überhaupt. Ich habe auch nur zwei Tiere, Mensch, und muss drei besiegen. Ich bin doch schon wieder so bescheuert. Felsviper haben wir nicht. Die haben wir auf jeden Fall nicht, die Klapperschlange. Und die würde ich aber eigentlich gerne haben. Naja, schauen wir mal. Ob wir das irgendwie überleben. Ey, ich bin doch wieder sowas. Das war wieder typisch ich. Nicht nachgucken, ob die Tiere geheilt sind. Oh. Ja, wenn ich jetzt selbst vergeige, dann ist das auch meine eigene Schuld. So, nichtsdestotrotz muss ich mal das Blizzard-Bären-Bibi reinholen. Was nervt, ist eigentlich immer diese Phase, wo man versuchen muss, das Tier zu fangen. Bis die Falle ansetzt. Wenn es gleich beim ersten Mal klappt, wäre ja immer schön, aber ist ja meistens nicht so. Und die machen nicht gerade wenig Bums. Und da ist es schon passiert. Erste Mal daneben. Ich hätte erstmal meine blöden Tiere heilen müssen. Das nervt mich jetzt. Da haben wir sie. So, jetzt müssen wir irgendwie alle Register ziehen. Okay, den Käfer, da haben wir ein bisschen bessere Chancen. Aber der scheinbar gegen uns auch.
Oh, ich hasse diese Attacke. Aber die macht wenigstens nur so mäßig Damage. So, den haben wir weg. Jetzt müssen wir irgendwie mit Ach und Krach versuchen, die Schlange umzukloppen. Das war so klar. Frosty. Nee. Ach man, das wird nicht. Und tschüss. Ah, er kommt nochmal wieder. Für kurze Zeit. Lange haben wir auf jeden Fall nicht mehr. Bitte. Gilt das noch? Ich glaube ja. Oder? Kampf beendet, habe ich trotzdem was gefangen? Natürlich nicht. Ach Mann, ey, das ist natürlich jetzt totaler Bockmist. So, kommt mal wieder. Danke. Ist jetzt natürlich blöd. Ja, ich hoffe, dass ich die nochmal finde. Und dass sie jetzt nicht irgendein Rare-Tier war. Weil dann ärgere ich mich. Tier ist. So, was haben wir denn hier? Wir haben ein Scorbeat. Mein Handy hat geklingelt. Aber eine E-Mail. Gut. So. Fliegen wir mal direkt hier rüber. Käfer. Eigentlich müsste es in Silicius die Silitiden geben, oder? Und nicht in Tanneries. Das ergibt keinen Sinn. Aber egal. Auf jeden Fall muss ich nochmal versuchen, diese Schlange zu kriegen. Ist jetzt echt ein bisschen blöd gelaufen, muss ich sagen. Ach man, das nervt mich. Jetzt bin ich so ein bisschen enttäuscht über mich. Aber das passiert wieder, wenn ich was zu schnell sehe, freue mich. Oh, cool, neues Tier. Und verplanen dann natürlich mal zu gucken, wie geht es eigentlich gesundheitlich meiner Tiere, weil ich eigentlich immer davon ausgehe, dass ich sie heile, bevor ich den Part beende. Was ich aber scheinbar nicht wirklich tue. Aber naja, sei es drum. Da war noch ein Tier. Scorbeet. Ich will kein Scorbeet. Noch ein Scorbeet. Seitenbinder Klapperschlange, da ist er doch wieder. Aha. Komm mal her hier. Jetzt fangen wir dich aber, ne? Wüstenspinne, Felswiefer, genau die gleiche Kombi wie gerade eben. Frieren wir erstmal den Boden ein. Daneben. Auch daneben. Cool. Ich sollte mir mal eigentlich mehr Frostattacken rauspacken, damit dieses überhaupt Sinn macht, dass sich das Wetter ändert. Vergräbt sich natürlich wieder. So, noch ein Angriff und jetzt versuchen wir es so zu fangen. Natürlich daneben. Natürlich nochmal daneben. Fang das jetzt. Geht doch. So, jetzt lassen wir mal die Bombe wieder platzen. Ist jetzt ein guter Moment, das Tier zu tauschen. Lalalala. Verfehlt. Aber das hat wenigstens reingehauen. Aua. So. Und jetzt haben wir natürlich den Vorteil. Nee, doch nicht. Die Wüstenspinne. Stimmt, wir hatten vorhin einen Käfer. Ha. Nicht eine Spinne. Ist ja wieder so ein Heilvieh. Ich hasse sowas. Aber ist natürlich blöd, wenn man sich versucht zu heilen, wenn man noch voll live ist. Aber okay. Muss die Spinne für sich selbst entscheiden, da kann hier niemand mit reinreden. So, Frosty kriegt natürlich auch noch, oh, kriegt noch Schwierigkeitsbonus, das finde ich gut. Und wir haben diese blöde Seitenwinderklapperschlange. Gut, schön. Wollen wir erstmal nach Ankirei? Ich glaube, wir werden erstmal nach Ankirei düsen und schauen mal, ob wir da noch irgendwas fangen können. Ankirei.
Kann man jetzt eigentlich drüber hinausfliegen? Und Anki-Reihe so, um sich mal reinziehen. Beziehungsweise schauen, ob es da Tiere gibt. Scheinbar kann man das. Gut, dann machen wir erstmal Anki-Reihe. Ist ein bisschen größeres Gebiet, aber ich glaube, ja, eigentlich ehrlich gesagt kann ich mir nicht. Doch, da gibt es Tatsache. Skarabäenjunges, da gibt es Tatsache auch Haustiere. Na also. Das läuft doch. Aber jetzt werden wir erstmal das Tier wechseln. Wir werden jetzt mal mit Kernhund starten. Guck mal her hier. Und er ist solo da. Also Skarabäenjunges in Anki-Reihe. Ist wunderbar. Haben, können wir fangen. Wunderbar, Funst. Muss natürlich wieder verfehlen, ne? Und dann fangen wir uns natürlich noch den guten Zetun. So einen alten Gott mal. Und da seine Fittiche nehmen. Ist auch eine schöne Sache. Nein, ist natürlich nicht möglich. Wäre schön, aber ist es nicht. So, jetzt müssen wir eigentlich nur versuchen zu fangen. Daneben. Hey. Aua. Daneben. Hey. Gefangen. Hey. Meins. Yes. Ihr habt gewonnen. Schwierigkeitsbonus. Skarabäenjunges ist gefangen. Das freut mich ja schon mal. So, da haben wir schon mal ein neues Tier. Ich gucke jetzt natürlich noch weiter hier ins, mich in Anki-Reihe um. Wer weiß, ob es da nicht noch was Nettes gibt. Aber auf jeden Fall machen wir danach noch in Silizius weiter. Oh Gott, Anki-Reihe ist groß. Seiten mit einer Klapperschlange haben wir schon. Noch eine Seiten. Okay, hier gibt es die Viecher und Masse. Hätte ich mir auch hier holen können. Aber wenigstens haben wir schon mal ein Skarabäenjunges. Das ist ja auch schon mal was. Also kann man sich schon mal nicht beklagen. Freue ich mich sogar ehrlich gesagt richtig drüber. Oh, was ist denn hier los? Bock auf den Kampf. Was haben wir hier? Nochmal eine Seitenbinder-Klapperschlange. Noch eine Seitenbinder-Klapperschlange. Klapperschlange. Klapperschlange. Klapperschlangen en masse. Klapperschlangen. Klapperschlange. Bäh. Ich habe so das Gefühl, mehr werden wir hier auch nicht finden. In Anki-Reihe. Aber ist ja immerhin schon mal etwas, oder? Für die, die WoW jetzt nicht so gut kennen, Anki-Reihe, müsst ihr wissen, ist eigentlich kein so gesehen eigenes Gebiet. Anki-Reihe ist eigentlich eine Raid-Instanz. Sie hat jetzt eben halt, seitdem man hier fliegen kann, quasi ein eigenes Gebiet bekommen, wo man auch drüber fliegen kann, also kann. Also nicht wundern, aber im Prinzip so gesehen kann man hier nicht wirklich viel machen, außer man betritt eben halt über den Raid Anki-Reihe. Das nur mal so zur Info. So. Skarabäenjungtier haben wir schon. Aber ich bin ja schon wieder glücklich. Das sind schon wieder zwei neue Tiere, die wir haben. Okay, diesmal mal weniger in dieser Folge bis jetzt als bei der letzten. Die letzte war auch schon übertrieben einfach. Da haben wir ja so abgesahnt. Das hat schon echt gut reingehauen. Okay, dann verlassen wir Anki-Reihe wieder und schauen uns nochmal in Silizius den Rest an. Mal schauen, was es auch so Schönes gibt. Wir haben hier noch ein ganzes Stück unerforschtes Gebiet. Da machen wir uns jetzt mal auf hin. Skorpid, oh, keiner will dich. Käfer, Käfer, Käfer. Ach, hier gibt es ja Käfer. En masse. Ich weiß jetzt auch nicht, wie es aussieht noch mit Tieren, die nur in Kampf zustoßen können. Also, die noch zusätzlich mit einsteigen können in den Kampf. Keine Ahnung. Aber, wie gesagt, das sind dann alles die Sondertiere, die wir holen werden. Da wird es jede Menge geben.
Also da werden, haben wir noch eine ganz schöne Liste offen, aber ich sag mal, wir haben schon wirklich ein gutes Stück jetzt fertig vom Erfolg. Also da kann man schon mal auf jeden Fall sich auf die Schulter klopfen. Felswieper, haben wir eigentlich schon eine Felswieper? Ich glaube ja. Ja, so ein selten. Ja, stimmt, die haben wir, glaube ich, in Desolace gefangen. Die gute. Felswieper erkundet Silicius, ne? Also, obwohl ich da noch ein Stück offen habe. Aber naja, gut. Sei es drum, sei es drum, sei es drum. Ja, scheinbar sind wir jetzt gleich fertig. Ja. Schade. Ich dachte eigentlich, es gibt noch vielleicht ein paar mehr Tiere, die unter normalen Bedingungen einfach mal so auftauchen. Aber jetzt geht's an die Rare-Liste dann ran. Was bist du? Stachelechse? Haben wir auch schon, ja. Gut. Ja, wie gesagt, im nächsten Part werden wir uns dann mal ein bisschen den ganzen restlichen Trainern widmen. Also ich denke mal, die werden wir jetzt auch fertig machen können, weil ich glaube, der Stärkste war mit Level 17 unterwegs. Bin ich mir aber jetzt nicht mehr ganz so sicher. Das sollten wir jetzt auf jeden Fall hinkriegen, die zu bezwingen. Und da freue ich mich eigentlich schon drauf. Und dann, denke ich mal, wird es auch schon losgehen in die Schermenwelt. Ich werde jetzt mal gucken, wie weit wir denn jetzt eigentlich Kalimdor fertig haben noch zum Abschluss. Das würde mich jetzt eigentlich auch interessieren, euch bestimmt unter anderem auch. Und zwar unter Sammeln. Ich brauche mehr Leinen. Da brauchen wir eigentlich gar nicht mehr so viele, um diesen kleinen wilden Chatlink zu bekommen. Familientreffen. Wir haben jetzt den Drachen ja neu dazu bekommen. Jetzt fehlt uns eigentlich wirklich nur noch ein Humanoid und ein Untot, und ein magisches Wesen. So, wir müssen noch. Muss ich in den verwüsteten Landen ein Tier fangen? Und ich muss noch in 1000 Nadeln und. Ja, in 1000 Nadeln auf jeden Fall noch ein Tier fangen gehen. Das mache ich aber offscreen, das ist jetzt uninteressant. Denke ich. Und Hyal Uldum, beziehungsweise hier Schattenhochland, die kommen ja dann später mit den Kataklysmen. Gebieten. So, 10-mal von Kalimdor. Ne, Quatsch, das haben wir ja schon. 10-mal Schermwelt, Nordend, blablabla, Pandaria, kontinentaler 10-mal. Das kommt dann erst noch. Östliche Königreiche, gut, das sind jetzt nicht mehr so viel. So, dann in Kalimdor. Es geht auch, was uns da noch so fehlt. Irrwische von Nordrassil. Achso, nee, das ist klar, wo das zu finden ist. Und sehr viel Tolvir-Skarabäen, Zwielicht, Tiere en masse. Also da werden wir auch erst eine Menge, wie gesagt, in den Kataklysmen Gebieten vollkriegen. Weil Kataklysmen ist jetzt hier nicht extra aufgelistet. So, auf Safari in der Schermwelt, da fehlt uns ja eigentlich gar nicht mehr so viel. Das muss man mal festhalten. Das ist schon echt krass, wie viel wir schon davon eigentlich erledigt haben, muss ich sagen. Durch die anderen Gebiete. Nordend haben wir auch schon so einiges und Pandaria, da sind uns sogar auch schon zwei gut geschrieben worden und Safari überall ist dann natürlich das Ziel, was wir haben wollen. Okay, Freunde, dann mache ich jetzt an der Stelle Schluss und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir uns dann an die Trainer ranmachen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bye bye, euer Tamix.